Feminismus ist keine private Agenda, sondern das ist unser Recht, auf unsere Situation hinzuweisen und uns unsere Szene auch wieder zurückzuholen. Ich bin Ronja. Wir sind hier im Plastikbombenbüro in Duisburg. Hier ist sowohl das Lager als auch unser Büro. Von hier aus passiert alles. Das Plastikbomb ist ein Musikmagazin für Schwerpunkt Punk, Hardcore, Underground. So steht's drauf. Wir erscheinen im deutschsprachigen Raum, also an allen Bahnhofskiosken und Flughäfen und haben eine große Zahl an Abonnentinnen und Abonnenten. Also wir hatten wirklich Glück, dass die Leute so richtig ihre Corona-Frustkäufe bei uns gelassen haben. Also ich kümmere mich um den Wareneinkauf beim Mailorder. Ich kümmere mich um Kundennachfragen. Ich kümmere mich um den Textileinkauf, also entscheide genau wie bei den Platten, was wir überhaupt verkaufen möchten und was lieber nicht. Dann beantworte ich all diese Fragen nach, wollt ihr nicht unsere Platte verkaufen? Wollt ihr nicht unsere T-Shirts verkaufen? Wollt ihr nicht unsere Platte rausbringen, wo wir halt schon bei der Labelarbeit sind? Also wir bringen so 4 bis 6 Releases ungefähr im Jahr raus. Ja, und ich mache die komplette Chefredaktion fürs Heft. Dann kommt dieses heikle Thema, was passt überhaupt ins Heft und was nicht. Und dann muss ich das koordinieren und ich mache dann die Endfassung fürs Heft. Also so, dass man es in die Druckerei schicken kann. Und wenn es aus der Druckerei kommt, kommt es hier eben an. Dann haben wir 2 Tage Zeit, um die Adresssticker für die Abos hier drauf zu pappen und das wieder von der Post abholen zu lassen. Gibst dir so viel Mühe, nichts Falsches zu schreiben. Ich habe Dekorateurin, also eine Ausbildung zur Dekorateurin gemacht. Habe dann relativ lang bei H&M gearbeitet. Das hat mir aber zumindest geholfen, zu lernen, wie man Sachen gut koordiniert. Aber ansonsten habe ich weder eine betriebswirtschaftliche Ausbildung noch wirklich Ahnung von dem, was ich hier mache. Also ich habe auch wirklich nach so vielen Jahren, nach 13 Jahren in dieser Firma, mit wirklich schon recht schnell recht viel Verantwortung, immer noch das Gefühl, als würde ich irgendwie freihändig Fahrrad fahren. Also ich hatte schon immer Bock, diesen Lifestyle zu leben und nicht mit Ende 20 im Reihenhaus zu verschwinden. Ich bin mit 20 hier hingekommen. Ich komme aus Niederbayern. Bin mit 17 nach Regensburg gezogen und bin zwar netten, coolen Leuten begegnet, also Punks, die mich mit auf Punkkonzerte geschleppt haben, aber ich hatte das Gefühl, ich werde da immer so ein Küken bleiben. Und da werden immer irgendwelche älteren Typen sein, die mir erklären, wie es läuft und die mir erklären, was cool ist und was nicht cool ist. Und wenn ich jetzt wirklich irgendwie mein Punk-Standing haben möchte, dann muss ich nochmal irgendwo hin und so mich direkt auch so präsentieren. Und dann habe ich mir einen Ochs, einen Warschauer und einen Plastikbomb gekauft, habe mir die ganzen Konzerttermine angeguckt und dann per Strichliste entschieden, wo die meisten Shows sind. Und dann bin ich hier gelandet. Also erst in Düsseldorf und dann später in Duisburg. Am Anfang waren eben so Diskussionen, dass Leute sich hingestellt haben und gesagt haben, hey, ihr veranstaltet ein Festival, 95% eurer Bands sind rein männlich. Das war am Anfang noch ein Aufreger oder eine Besonderheit. Und jetzt plötzlich haben sich ganze Gruppen organisiert, die irgendwie dem Rock am Ring jeden Tag Social Media mäßig auf die Nerven fallen. Das finde ich super. Und das ist ja der Mainstream, ne? Und im Punk wird es das hoffentlich auch bald geben, dass eine Selbstverständlichkeit da ist. Ich bin Veranstalterin, Veranstalter, überlege mir, welche Bands ich auf die Bühne stellen möchte und versuche, möglichst viele Flinterbeteiligungsbands mit auf die Bühne zu kriegen. Und dadurch auch ein Klima entsteht, in dem Frauen mehr Bock haben, sich auf die Bühne zu stellen oder ein Interview zu führen oder so. Wie das gehen soll, ist mir nicht ganz klar. Also es hat immer wieder neu angefangen und jetzt ist halt anscheinend Feminismus der Schwerpunkt, was ich natürlich sehr gut finde und mit vorantreibe. Es muss sich immer wieder was Neues suchen, weil es ja auch die letzten Jahre, das war ja auch immer wieder Thema auf Festivals und auf Konzerten, so wahnsinnig langweilig geworden ist. Also dass die meisten Bands höheren Alters sind, meist männlich und seit 90 Jahren auf der Bühne stehen und das 340. gleichklingende Album rausbringen, das braucht ja auch keiner. Und gleichzeitig gibt es aber nach wie vor diese großartige DIY-Kultur mit ganz eigenen Läden, ganz eigenen Labels, ganz eigenen Bands und einem ganz eigenen Anspruch. Und das habe ich schon immer geliebt und das ist auch mein Place to be auf Konzerten.
Ich habe mich da von vornherein eingeklinkt, weil ich mir dachte, ja, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. So mit dem Ende von Corona, wo eh allen fürchterlich langweilig war und alle Bock hatten, auch mal einen längeren Text im Internet zu lesen oder auch mal eine längere Diskussion zu führen, alle so die Zeit hatten. Da dachte ich so, ja, wann, wenn nicht jetzt? Ich befeuere das jetzt natürlich. Und natürlich ist das auch negativ, also in Teilen auch negativ auf das Heft oder auf den Mailorder zurückgefallen. Aber es kam auch unglaublich viel positives Feedback, das mich eben darin bestärkt hat, dass das hier nicht meine private Agenda ist oder gar dazu dient, mehr Hefte zu verkaufen oder sowas, sondern dass es erstens mein ganz persönlicher Anspruch ist und ja auch für mich ein neuer Grund ist oder ein weiterer Grund ist, auch einfach in dieser Szene bleiben zu wollen. Steinstark könnte ich sagen, wäre ich für Feuerstein. Ich glaube, es gibt Gegenwind, weil Menschen, die bereits Privilegien haben oder die sich in ihrer Situation oder in ihrer Subkultur bequem gemacht haben, ja gar kein Interesse daran haben, dass sich irgendwas ändert. Weil am Ende läuft ja in einer Subkultur, in der so viel Eigenengagement gefragt ist und wo man so wenig dafür kriegt, natürlich auch Identifikation ein ganz wichtiges Thema. Und ich finde es natürlich ein bisschen schade bis engstirnig, wenn man davon ausgeht, dass ein 40-jähriger Mann nur Bands hören mag, in denen andere 40-jährige Männer spielen. Das halte ich für Schwachsinn und das ist auch nicht die Erfahrung, die ich hier mit den Leserinnen oder Lesern, besser gesagt, mache. Und deswegen frage ich mich auch, wo die Angst herkommt von Menschen, die Konzerte oder Festivals veranstalten, dass wenn man jetzt mal ein bisschen jüngere und frischere Bands da so auf die Bühne stellt, dass das eben nicht gefallen würde oder dass dann weniger Karten verkauft werden. Also ich für meinen Teil habe das immer mal wieder so hier im Magazin oder wenn ich ein Interview gegeben habe, thematisiert, was so die Probleme sind, was mir so begegnet, was die blöden Sprüche sind, wo ich so meine Nachteile habe, wo ich sehe, dass ich mich da viel härter anstrengen muss als männliche Kollegen. Und meistens war die Reaktion, ach echt? Ach wirklich? Und das habe ich immer als sehr anstrengend empfunden und hatte da so das Gefühl, so einen Mühlstein den Berg hochzurollen. Und dieses Mal habe ich das Gefühl, dass es dadurch, dass es so viele Akteurinnen gibt und aber auch gleichzeitig so viel Unterstützung, dass es jetzt wirklich mal sich etwas verändert. Und dass jetzt auch ganz viele Frauen, die, glaube ich, in den letzten Jahren schon beschlossen haben, dass Punk eigentlich zu langweilig oder zu männlich oder zu anstrengend ist, jetzt nochmal aktiv ihren Rückweg in die Szene beziehungsweise ihren Rückweg in den aktiven Teil der Szene finden, weil es jetzt einfach wieder viel mehr Spaß macht. Punk zu ist eigentlich erstmal nur ein Hashtag. Der ist Anfang dieses Jahres gelauncht worden und dann gab es eben recht schnell eine Facebook-Gruppe und einen Austausch, weil die Zeit einfach gepasst hat. Und dadurch, dass man sich so schnell vernetzen konnte, hatte ich das Gefühl, dass dieses Mal das nicht einfach nur ein kleiner Aufreger ist, sondern dass sich das jetzt zu einer Bewegung auswächst. Der Punk2-Hashtag kommt natürlich von der MeToo-Bewegung. Und bei der MeToo-Bewegung ging es in erster Linie um das Sichtbarmachen von Missständen. Dinge, wo möglicherweise jeder und jedem klar war, dass es das gibt, aber wo keiner so gerne drüber gesprochen hat oder wo vielleicht die Ausmaße so nicht klar waren. Und bei Punk2 geht es natürlich auch darum, die Missstände sichtbar zu machen, warum es für Frauen nicht so leicht ist, im Punk sich zu behaupten. Also dieses ewige, ach, dann stell dich doch einfach auf die Bühne, ja, dann mach doch einfach ein Fernsehen. Das ist für Frauen oder Flinterpersonen nicht so leicht. Das sind die Missstände, auf die hingewiesen wird oder auch Sexismus gegen Musikerinnen, was sich manche Künstlerinnen für Fragen stellen lassen müssen. Das wird jetzt natürlich alles dokumentiert. Aber das ist ja hier nicht nur eine Sensationsshow für Typen, die dann sagen können, echt, das passiert wirklich, so schlimm ist das alles. Sondern es geht natürlich auch um so ein Female Empowerment. Und dadurch ist es vom Hashtag auch irgendwie so zum Schlachtruf geworden. Alles noch wie es war, wie das geht.